Wie groß ist Gott? Ein kleiner Junge fragte seinen Vater, wie groß Gott ist. Der Vater antwortete erstmal nicht, richtete den Blick zum Himmel, sah ein Flugzeug und fragte seinen Sohn: Wie groß ist dieses Flugzeug? Der Kleine antwortete ohne zu zögern: Sehr klein, Papa, kaum zu sehen. Dann brachte er seinen Sohn zum nächsten Flughafen. Während sie sich einem Flugzeug näherten, fragte er seinen Sohn: Und jetzt? Wie groß ist es jetzt? Fasziniert antwortete der Kleine: Es ist riesig, Papa. Man könnte es nie übersehen. Daraufhin sagte der Vater: So ist Gott. Seine Größe ist abhängig von der Ferne, die du zu ihm hältst. Je näher du ihm bist, desto größer wirkt Gott in deinem Leben.